Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mars Warlocks mit mir, dem Dwaykan. Wir befinden uns hier mitten in Shadow Lair und da sind wir gerade angekommen nach unserer glorreichen Flucht und wie man sehen kann, hat Innocence jetzt auch ein anderes Gewand an. Er sieht ein wenig anders aus. Jedenfalls meinte er, wir sollen seine Eltern mal besuchen gehen. Ich denke mal, das steht auch hier genau in den Aufgaben drinne. Gehe zum Haus von Innocence, das ist toll, wir schauen uns die Karte einmal an. Recht übersichtlich, möchte ich behaupten. Und los geht's. Hey you! Papers! Oh, die habe ich nicht, tut mir leid. Bestimmt können wir darüber reden. I know you have a hard and unsatisfying job. How about I make your life a little easier? You forget you ever saw us. Are you like trying to bribe us? With what happened lately, that would be just as good as signing our own death warrant. Where are your papers? Schwer zu knacken. Very well. I suppose you want more. We can make a deal. I don't know who you think you are and what we are, but you'll explain it all at the office. Ah, verdammt. Come on. Toll, kaum sind wir hier, haben wir gleich Stress an der Backe. Nicht aufgeben, schaffst du nicht gegen uns. Mann, 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 ey. Nur weil er sich nicht knacken lassen wollte. Oh, das gibt aber ordentlich hier was. Schöne Sache, bin ich dafür. So kann es weitergehen. So, ich hoffe, das ist ein bisschen unbemerkt gewesen. Naja, da freue ich mich drauf. So, zwielichtige Gestalten. Aber keiner ist zum Reden da. Ansonsten liegt hier auch nichts rum. Sieht recht aufgeräumt hier aus im Vergleich zum Lager. Oh. Das sieht hier nicht mehr so toll aus. Sieht aus wie die Absteige. Ah, guck mal hier. Das nehmen wir doch mit. Jetzt habe ich noch gar nicht die Fähigkeiten ausprobiert, die wir jetzt als Technomant haben, ne? Ha, hätte ich gleich mal machen sollen. So. Ach, na super. Bam. Wow. Na, warum kann ich nicht ausweichen? So. Da. Spür meinen Blitz. Fähigkeiten sind gar nicht schlecht, kann man gebrauchen. Was haben wir eigentlich auf der 5? Ein Energieschild. Und auf der 6 hatten wir Waffenladung. Ja, okay. Dann sammeln wir hier mal noch ein bisschen was ein. Denn sie waren ja so gütig, uns in den Weg zu stellen, sich uns in den Weg zu stellen und besiegt zu werden und dadurch kriegen wir ein paar nette Gegenstände. So, ich bin mal der Meinung, wir rennen mal kurz im Kreis.
damit wir hier auch alles Mögliche finden, wie zum Beispiel 18 Serum. Das ist ja mal phänomenal viel, finde ich. Damit kann man sich doch noch wieder einige Sachen mit kaufen. So, und hier ist weiter nichts wohl. Das sieht mir aus wie, ja, ein gutes Kampffeld. Ein paar Kanister. Oder Tonnen. Das ist eher wohl ein Kanister. Eine Eisenstange haben wir bekommen. Aha, aha. Schauen wir uns nachher mal alles an, wenn wir die Runde gegangen sind. So, und die beiden unterhalten sich dort fröhlich. Haben die mir auch was zu erzählen? Nein, da geht's auch nicht weiter. Sieht nur so aus, als wenn. Er hat auch nichts zu sagen. Er ist so ein Schweigsamer. Der sitzt da immer gerne rum, den ganzen Tag, habe ich mal gehört. Und grübelt so vor sich hin, dass er in seinem Leben noch nichts auf die Reihe gekriegt hat. Das machen wir natürlich anders. Wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Kann man schon mal... Ja, kann man sich schon mal auf die Schultern klopfen, finde ich. Und wir haben einen Technomanten besiegt. Wobei ja unser guter Roy ebenfalls mal ein Technomant war. Und in der ganzen Geschichte ja nun nicht gerade ungeübt ist. So, der liegt hier gerne mal einen ganzen Tag rum. Hat er mir gerade erzählt. Ansonsten, der sieht eigentlich aus wie ein Händler. Lässt sich aber nicht anquatschen. So, mal einen Blick in den Himmel. Alles überdacht noch. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Weil ich habe ja mal gehört, dass auf dem Mars so wirklich Atmosphäre... Ja, kannst du lange nachsuchen, ne? So, und die beiden... Achso, hey, wir sind schon wieder am Anfang. Ja, dann laufen wir mal durch. In Richtung Innocenz sein Zuhause. Jetzt machen wir natürlich ein wenig im Schnelldurchlauf. Und hier geht's weiter. So, hast du was zu sagen? Ich glaube, das ist die erste Frau, die ich hier sehe. Wir sind fast da, anyway. The store is just a little farther on the left. Jedenfalls die erste Frau, abseits von dieser einen Tuse hier, Mary, mit den komischen Drähten im Kopf. Die Technomant-Frau, sag ich jetzt mal. Oh, guck mal, hier die zweite. Hm. So, du hast auch nichts zu verkaufen, ne? Ihr seid alle recht redsam. Ne? Müsst nicht alle durcheinander quatschen, dann verstehe ich euch auch. Ist auch nichts. Hat die Stadt denn überhaupt was zu bieten hier? Anscheinend nicht, ne? Hm. Oh, jetzt geht's weiter. Was ist los? Nein. Ich glaube, da sollte mal sein Haus stehen. Innocence, I'm sorry. I don't know what happened, but we gotta go. Pretty obvious we're not safe here, especially if they're watching the house. Come on. I... Roy. My parents are dead, aren't they? Sehr wahrscheinlich ja. Können wir später darüber reden. Ich glaube, das ist das Beste. Look, they're probably dead. Yeah, and I understand you want to know more about it, but I'm pretty sure they won't want you to go risking your life over it. We gotta go. Na, der Meinung bin ich auch. Wir müssen gehen. Thank you, Roy. Na, da geht's doch schon los. Kicke mal. You there! You're under arrest! Stop right there! Boah, jetzt auch gleich so viele. Ich krieg euch auch noch alle. So,
auch schon mal. Nix da. Dafür, dass du es versucht hast, kriegst du so eine jetzt drauf. Idiot. Nee. Dafür komme ich. Boah. So. Euch haben wir es gezeigt. Mann, 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 das waren aber auch viele. Junge, 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 Junge. 1, 2, 3, 4 und 5 müssten das jetzt gewesen sein. Mann, 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 du. Ist ja mal gar nicht so schlecht gelaufen. Jedenfalls sind wir nicht gestorben. Und nicht gestorben heißt, wir haben gewonnen. Jedenfalls, was mir mal so aufgefallen ist, dass dieser Innocent, so scheinbar er am Anfang war, auch so langsam ein wenig abhärtet. Das merkt man sogar richtig. Finde ich, ist mal ein interessanter Aspekt hier im Spiel, dass man mal direkt zusehen kann, wie jemand hier wirklich abgehärtet wird in diesem Sinne und dass meine Entscheidungen ihn auch beeinflussen. So, und ich würde sagen, wir gehen hier einfach weiter. Hast du was zu melden? Nein. Gut, dann bleib sitzen. So. Ach, hier geht die Stadt weiter. Sand. Super. Da hinten hin müssen... ich mach das mal so. Hier müssen wir also hin. Können wir ja so lang gehen. So lang gehen und dann hier so lang. Ja, das machen wir am besten mal. So, mal gucken, wie viel Geschichte uns da auf diesem Weg noch erwartet. Jedenfalls ist hier eine Kiste. Die öffnen wir. Hier geht's nicht weiter. So. Die beiden sitzen hier rum und erzählen sich was von gestern. Wie viele Frauen sie wieder letztens mitgenommen haben nach Hause. Ah ja, war ja klar. Der nächste Kampf lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Wie machen wir das am besten? Ich schleich mich jetzt mal an. Mal gucken. Vielleicht hilft's ja. Cool. Ah ja. Hey! Mich mal um das Hündchen hier. Ja, sollte ich doch lieber nicht nehmen. So. Ja, okay, super. Danke, Hündchen. Dafür kriegst du natürlich einen auf den Arsch. Wow, 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 wow. Na, komm her. Und verrecke. So, das war der nächste Kampf mal wieder. Ja, die Stadt scheint hier etwas in Aufruhr zu sein. Die sind alle etwas, ja, verklemmt, möchte ich mal meinen, gegenüber Fremden und von schon, ja. Und erst recht gegenüber diejenigen, die aus dem Gefängnis kommen. Obwohl, ich weiß gar nicht, wissen die eigentlich, dass wir aus dem Gefängnis kommen? Ich möchte das mal stark bezweifeln. So, wo wollte ich lang gehen? Genau. Hier wollte ich kreuzen. Da stand schon wieder kreuzen, ne? Hi. Ah, ihr guckt aber ein bisschen blöder, ne?
Hier wird die Frau angegraben. Ah, der hat eine durchzechte Nacht. Achso, ich dachte schon, der quatscht hier mit dem Zaun. Sie rennt hier nur gerne rum. Sie denkt, sie ist bei Jeremy's Next Topmodel. Mensch, ich bin aber auch heute am Lästern, wa? Ja, dann laufen wir mal hier lang. Oh, der sucht wohl die Kakerlaken. So, der guckt sich die Kiste an. Der guckt jetzt, wie ich das ausräume. Boah, Serum 18. Schöne Sache. Bin ich dabei und dafür. Hardware 3. Bin ich auch dabei und dafür vor allen Dingen. Ja, noch so ein Säufer. Ja. Nee, ist klar, ne? Ihr seid mir ja welche. Da soll ich jetzt runterklettern? Aber das machen wir, wenn dann, in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis dann und ciao.